Ja, kann ich mich jetzt hinsetzen? Alle mit Blutsägen Wahrscheinlich bestäubt. nicht, ne? Nee, komm. Ich setze mich mal nicht hin. Sieht nicht so aus, als wenn es schlimm gewesen wäre, was ich bekommen habe. Oh je, oh je. Und noch eine Languste. Alter, die Langusten sind schon wieder gefährlich. Alter, natürlich. Ja, auf mich. Ja, Ach, Langusten sind Schaden. so strong einfach, ne? Und die haben auch so einen Range-Attack, der tut auch richtig weh. Ja. Stimmt, die haben auch Ja, diesen springt halt Spritzer, doch genau Kilometer wie weiter weg. Quallen, ne? Das da, ja. Jo. Ja, Genau, genau. den Attack meine ich. Der ist halt einfach erstmal 100 Meter weggeschwungen, ne? Rückwärts. So ein Languste auch sehr interessant, ne? Und dann spuckt er dich an, dann bist du wie das. Ah. Aktuell macht er Gibt's. nichts, ne? Wo bist du denn? Da. Jetzt Auszeit genommen, ja. Aktuell können meine Tröten den einfach nur anpusten, ne? Er macht nichts. Nice. Vielleicht kannst du da Jetzt auch hol ich auch mal so meine Zauber Tröten. gegenwerfen. Hallo, was soll denn das? Oh nein. Der Pott mit der Life-Hack ist richtig geil, das hält einfach übertrieben lange an. Ah, der hat mich gekillt, ich habe ihn gekillt. Ruf des weißen Schattens. Ist das zufälligerweise, dass du durchgehend brennst und um dich herum Schaden machst? Ich muss mich mal jetzt hinsetzen, ja. Ja, Ist ich auch, okay? genau. Oder soll ich warten? Wieder am ursprünglichen Ort, ja? Oder gab es ein neues Feuer? Am ursprünglichen Ort, ich bin gestorben. Naja, ach so. Okay, gut. Da bin ich doch dabei. Muss auch noch ein paar Debuffs loswerden. Zauber lernen. Es war gar kein Zauber, was wir da gelernt haben. Nee, Kriegsasche, Kriegsasche. Okay. Strong auf jeden Fall alles hier. Das ist auf jeden Fall für die Hauptwaffe. Schwarzflammentornado habe ich aktuell. Ruf des weißen Schattens. Das macht körperlichen Schaden. Und Arc B Scaling. Oha. Sieht ja übel cool aus. Ruf des weißen Schatten Elden Ring. Kriegsasche. Kann mal reinziehen hier. Jetzt kriegt man jetzt Heck, wo das liegt. Ich will doch nicht zeigen, wo das liegt, sondern ich will sehen, wie das aussieht. Oh, hier. Leckt auch nur ein bisschen von dem das Video. Ah, Tentakelvieh kann das nicht einfach chillen in der Ecke. Die Muss ich doch hier Nässe mit dem des Splitter Blutdünners. anfreunden. Hä? Ja, cool. Wir werden sehen, wie das aussieht. Keiner zeigt, was das kann. Ach Gott, ja, egal. Da müssen wir das mal einfach so austesten, ne? Scheiß doch, Digga. Scheiß doch. Ah, deswegen bin ich wieder mit der Languste am Spielen. Hier, komm, ich ruf dir auch nochmal ein paar Tröterlis. Ich kann dir auf jeden Fall nur diese Regeneration empfehlen auf der Flasche. Das hält übertrieben lang an. Schon eine halbe Minute oder so. Ja, habe ich auch mit drin. Das Leben und die Regeneration. Genau, ja, das habe ich auch. Bon. Jawohl. Alle hauen auf den Ritter ein. Ah. Kaba hat sich geheilt. Jawohl. Ja, schwere Angriffe sind es einfach gegen das Ding, ne? Jawohl. Ja, 4000 Damage. Ja. Und so.
Seng. Eierstock, toll. Ja, und der eine gönnt sich wirklich immer mehr Damage im Feuer. Ja, der steckt einfach immer weiter. Seelen abgeholt. Je. Okay. Alter, was ist da denn oben wieder los? Einen mit diesen schwarzen Flügeln, ne? Den Nachtflügeln. Brüteri spawnen auch noch ewig bisschen. Aber anstatt ein Papagei wahrscheinlich, ne? Gott, der hat mich direkt gespottet. Oh Gott, er greift mich auch direkt an. Ja, natürlich, Digga. Kommt da gerade Boss-Mucke? Kann das sein? Nee. Zählt er als Boss? Keiner. Ja, du bist ja auch nicht bei mir. Ist ja ganz anders. Ich habe auf jeden Fall safe Boss-Mucke. Also ist andere Musik gerade gekommen, als ich den getriggert habe. Ich dachte, vielleicht kann man den backsteppen, aber anscheinend zählt er zu dem Boss. Der hat auch echt fette Schwingen, ne, muss man sagen. Diese würden Schwarzflammengegner mit diesen Schädeln, ne, mit diesen Langhälsen. Die Vögel im Prinzip. Ja, ist auf jeden Fall Bossmusik. Er macht diese Schwarzflammenfähigkeiten auch so zwischendrin immer. Noch ein Feuer in der Nähe, wenn ich mal so weit laufen muss. Eine Fingerleserin da hinten. Oh Gott, oh Gott. Eigentlich will ich nur das Item, was da bei dem Boss liegt, ne? Aha, aha, da bist du. Gott. Richtiger Boss ist. Ja, normal ist das ein Boss. Dunkelschmiedestein 3, wenn du den meintest. Ah ja. Die Aggro geswitcht. Oh, wo kommt der denn her? Einfach so ein Pickeltyp. Ein Pickelwig. Ja. Hier sind auf jeden Fall ganz viele Autos auf einmal. Okay. Ja. Ach, ein paar Aggros von eben. Ein paar? Ist ja die ganze City mitgebracht. Natürlich. Ja, weil. Die Dinge. Gott, oh Gott. So. Vogel. Ah ja. Okay. Oh oh, das sieht ganz gefährlich aus. Ja. Ja, das sah auch nicht gut gesund aus, wie er da geschimmelt hat. Ah, hat er mich auch, ne? Ja. Leider schon im schweren Angriff drin. So, mit ein paar trinken. Potter? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab gestern 5 Fuck. Brote gegessen, ne? Hm. Abnehmen wird auf jeden Fall groß geschrieben an der Stelle. Mhm. Abnehmen ist da. Ne, noch besser. Gestern 5 Brote genommen. Gegessen, abgenommen. Alter, ach, verkackt, scheiß drauf, Digga. Abgenommen. Ja, 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 ja. So, lass mal. Lass den mal töten. Wollen wir den Hops nehmen, ja? Okay. Ja, eigentlich müssen wir das doch hinkriegen, oder? Ich zu meinem Ärmel. Denk.
Ich darf nicht mal klingeln. Jasses. Hallo, der soll ihn in Ruhe lassen. Autsch. Young, er ist der verbrannt, ne? Krass. Der Vogel. Iyo. Okay, jetzt kommt das. Okay. Ja, moin! Und auch klingeln. Ratatatata. Ich hab ihn. Sehr gut. So. Zweimal Schwarzflammen-Tornado. Da ist er dead. Ja, 800. Gewinnen. Der hat auch 800 gewonnen. Ach. Ja. Vielleicht. Geil. Einfach fliegen. Wenn wir die ganze City hier, ne? Bolzen der Getreuten. Das sind schon die Geißen. Gegabeltes Großschwert. Das hört sich aber interessant an. Lol, das sieht ja witzig aus. Look at this. Look at diese Schönheit. Aha. Einfach ein gegabeltes Großschwert. Kann ich das auch tragen? Endlich die Schlangenknochenklinge benutzen. Heulendes Kristallspeer. Okay. Nee. Oh, da wurde einer gekillt. Die Ameise hat zurückgeschossen. Hui. Da bist du ja auch Dual-Technik unterwegs dann. So wie ich, ne? Da gibt's dann kein Schild mehr. Mhm. Ey, das hältst du schon. Hä, wieso? Das ist voll geil. Mach mal. Einfach mal was anderes machen, ne? Muss halt immer dodgen. Und blocken kannst du mit den Dingern ja auch. Nur halt nicht so gut. Mhm. Ich bin sehr fein mit dem Schild, ne? Ja, ja. Komm. Nice. Schlangenknochenklinge wäre schon eine Idee. Into langfristig Blitz von Gransax. Ja, du sparst ja im Prinzip nur Geschick an, ne, gerade. Ja, genau, genau. Aber es wären noch 15 Level-Ups, ne? Ist egal. Also, löst Vergiftung aus, ist auch sehr nice. Hier ist ein Feuer, by the way, direkt hinter der Fingerleserin. Aha. Könnten wir uns hier mal hinsetzen, dann haben wir da nicht diese City immer, die uns komplett auf den Sackguss gehen will. Ach, du rettest wieder ohne Pferd. Nice. Wir sind tun als ob, ne? Trotzdem reiten, aber dann. Ja, wichtig. Gut. So. Mehr Konstitution oder? Ne, machen wir erstmal nochmal mehr Kraft. Bisschen mehr Leben, bisschen mehr Konstitution, ne? Ja, das Drehen ist immer das Wichtigste, ne? Da kriegst du mehrere Seelen. Richtig. So, nochmal mehr Leben. So. Huch. Die könnte ich dann allerdings nicht vergiften, die Klinge, weil die ja schon vergiftet ist. Da hätte ich einen Zauber mehr. Das wäre doch super. You're beautiful. Heilig Schaden zu verursachen. Ja, das ist aber. So, das kann ich nicht mal casten. Ja, das ist halt auch das Problem. Ich muss halt 23 Glaube, 15 Arc, ne? Muss ich halt auch noch skillen, eigentlich. Ich skill die ganze Zeit Leben und Konstitution, damit ich halt diese Rüstung hier tragen kann. Irgendwann noch Schuhe dazu. Ein bisschen mehr Leben, weil, ja. Wenn du halt so einen kompletten Auflauf an verschiedenen Viechern hast und dann da einfach so eine Languste mal ihren Shooter durchhaut oder so eine Ameise, dann tut das schon ziemlich weh. Ja. Actually. So, wir müssen ja mit der Finger lesen. Ja, die können wir ja hops nehmen oder mal quatschen.
Nee, nee, nee. Normal handeln die nicht, ne? Nee, nee, nee. Ich würde gern noch so Tafelrundfässer wegen jetzt leveln. Genau. Wegen der Waffe leveln, ach so. Actually umskillen auf die Knochenklinge da. Die, wieder so die eine kurze Klinge? Klingel. Eine längere Klingel diesmal. Es ist wieder dunkel. Ah. Oh, wow. Willkommen, willkommen. Ja, scheiß drauf, Digga. Da geht's gut. Tada. Ja. Tja. Krossen Gegner zu Fall gebracht. Oh, 114. Huh. Grun. Und weggeportet wieder. Ja. Ach, Digga. Stark, stark, stark. Teleport schon wieder angefordert, ne? Du bist noch nicht mal fertig geladen. So. Ah. Los. Los. Aha. Neues Objective. Ah, well then. May the Golden Order. Ah, I'm glad you those who all the more. Ah, dies Klangperle können wir jetzt auch noch anbieten. Dem. Ja, ja, genau. Dem einen Dude können wir da jetzt die Todeswurzel zeigen. Ich weiß nicht, ob man das machen sollte. Kann man aber machen, ne? Eben zwei Klangperlen zum Anbieten tatsächlich. Klangperle. Ah. Der Hammer. Oder die Keule, ehrlich gesagt. Ja, von dem Händler kriegt man halt die Händlersachen, wie man es halt kennt. Ne? Ja. Ja, ist ja gut. Nichts Neues dabei. Ja, ist okay. Ich bin schon wieder nicht erwähnt. Ach. New Activity Fees Updates are here. Okay. Lukas fragt gleich League. Gleich GTFO. GTFO. Hast du jetzt aufgelevelt? Bin dabei, ja. Du hast ja ganz schön viel Drohnen. Ah, my examination. Now I have a fellow demigod. Hers was the name, truly, but. If I might, if Rani true, then she should. I would like you to procure. And then. Ah, D is an old. We found us, but our paths have sinned. Though that's. I have. There's a manner. It is the familiar. There's been talk. Rani's word, I suspect. Dieses Blitzbock. Ist das nicht eine voll lustige Fähigkeit? Ja, aber ich glaube, da hat es voll lang gebraucht, bis man das mal channelt und. Deswegen, ja. Aber so ein Roller macht man dann wie so von so einem Bock. Richtig. Ich kann das auch nicht kaufen, weil da 0 von 1 steht. Habe ich das schon gekauft etwa? Ich will jetzt nicht.
gucken, ob ich den Zauber schon habe. Nee, habe ich nicht. Aber warum kann ich den ja nicht kaufen? Ah, keine Ahnung, der ist auch ja scheißegal. Wäre ja eh nur Troll gewesen. Ach, sie chillt ja jetzt hier? In ihrem Laden oder was? Ach, ich wollte mit der reden, dass sie gedespawnt. Sorry, hab ich jetzt gerade mal hingesetzt. Ah, okay, ich dachte irgendwas anderes wäre jetzt wieder gewesen. Geisterreihenabstimmung, ne? Die Gelbertalilie 1 von den Blasebalg-Dudes geht nicht, ne? Da steht 0, habe ich davon. Weil du da eine Gräbertalilie, keine Geistertalilie brauchst. Aber für den Parfümeur, ne? Den kann man da aufleveln. Das mache ich jetzt auch mal einmal. Mhm. Sehe jetzt Stufe 2. Ich kann dann immer klingeln. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall noch eine, sagen wir, gute halbe Stunde Zeit. Mhm. Dann muss ich auf jeden Fall mir was essen machen. Ne? Ja. Ja, genau, wegen Flaschensortierung. So. Guck ich mal, was die Gute noch für mich hat. Und die chillt jetzt ums Eckchen. Spawn. Ja, gut. Müssen wir dann Augen aufhalten. Die findet man ja wahrscheinlich einfach so random in der Welt, ne? Die Gelbertalilien. Achso, ja. Wahrscheinlich dann. Na gut. Gut. Schmoldering Wall, ne? Schmoldering Wall. Ja. Der geschwollene Wald. Sie einfach eben 36 Grad waren, als ich wach geworden bin. Ne? Boah, ich hätte die Klima einfach anmachen sollen. Ich finde es so eine ganz falsche Idee. Besser ist. So, was sind das denn für Spezialisten wieder? Ein Vogel, ein anderer Dude mit seiner Fackel und ein Kraneberger. Ah, da ist ja ohne Pferd unterwegs. Nice. Ranwachsender Schmetterling. Ich kann ja mal den Feuer, Stufe 2 beschwören. Den wahnsinnigen Parfümeur Stufe 2. Und dann gucken wir mal, ob der stronger ist. Jetzt, ne? Ach du Scheiße. Ja, Teil geht das Viech schon wieder. Boah. Ah, zu viel gerollt, ne? Mhm. Ja, natürlich. Ja. Ja. Das ist sehr wütend. Wo kommt der denn jetzt her? Oh je. Ja, dead. Ich wollte ihn von hinten exekuten, da hat mich der Boss einmal angeguckt, ne, und dann hat der mit seinem Dreher angefangen. Ja. Hab ihn. Jawohl. Boss? Okay. Das war's. Nice. Haha, ja gut. So, geradeaus runter ist nämlich hier so ein Händler, wie es aussieht. Na guck. Händler. Mit dem Schnacken. Klang ja einfach so.
Aha. Sehr cool. Toll. Aber Klangperle erhalten wirken, ne? Na, oh, das ist aber schön. Strong, strong. Joldene Rune 1 und Sonnenfuego. Ich setze mich kurz mal, ne, die Buff, die kleinen und so. Weg damit. Oh, keine Healpots und so, ne? Ups. Ding direkt nochmal gekriegelt, ne? Mhm. Natürlich direkt nochmal hinsetzen. Ja, du solltest du jetzt auch nochmal machen, ne, weil sonst verschwinden die nämlich wieder. War ja wegen dir auch nicht der Fall. Habe ich dich Ticken zu früh geklingelt. Hier ist ein Geist. Und der den Paul. Sumpf hier. Aha. Ich war doch irgendwas Besonderes. Irgendeine Höhle, ne? Diese Geisterstadt war noch hier. Hier, hier doch was. Ach, hier, guck. Okay. Lol, das ist ein Boss. Der mit dem Krähenfuß, ne? Ja, und der. Und eine Kugel. Ich würde sagen, Kugel, dann auf Land gehen, ne, und dann den Boss da machen. Ne? Aha. Ah, entspannt. Okay. Okay. Ich muss raus! Klingeln. Genau, aufs Land gehen. Klasse. Ich gehe raus. Das ist halt auch so eine krasse Fähigkeit. Okay. Nice. Gut. Easy. 1110. Ah, hier ist so ein schwarzer Ritter. Aha. Entspannt. Direkt wieder Bossmucke, ne? Ja. Ich kenne was nach dem anderen hier. Junge, er hat wieder rein, ne? Hier ist auch so ein nerviger Adler. Hi! Hey. Die ganzen Pop-Ups. Okay. Ja. Jo! Das Gebäude durchgeschlagen, ne? Nein. Das sieht gut aus, wie du das da machst, so. Ja. Ah, einer von den Töterichs ist hier rübergekommen. Sie kommen alle. Ich hätte fast diese rote Fäule bekommen. Ach, ich hab die. Die tickt runter gerade. Ah, entspannt. Ja, warte mal. Dann sollte ich vielleicht mal mich heilen gehen. Ich weiß nicht, ob der Spell das heilt. Ne, Hilfe des Fürsten war das nicht. Erstmal Heilung jetzt. Ah ja. Gegen Gift zählt er ja auch nicht, ne? Entspannt. Soll das Hilfe des Fürsten das nicht heilt? Ja, dann nehme ich eine Boli.